Hallo! Herzlich willkommen wieder mal auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ich habe heute mal wieder einen kleinen Haul für euch. Und zwar einen Geburtstagshaul, weil ich bin ja am 6.6. 20 Jahre alt geworden. Da habe ich natürlich auch ein bisschen was bekommen. Zum Geburtstag habe ich einiges bekommen. Und ich laber auch gar nicht lange, sondern leg einfach gleich mal los. Ich hatte absolut keine Ahnung, was ich mir wünschen soll. Und deswegen habe ich einfach ein paar Links geschickt meinen Eltern und habe gesagt, irgendwas davon überrascht mich. Und da hat meine Mom mir da ein Buch geschenkt aus meiner Liste. Und zwar das Call of Beauty Buch von Paola Maria. Ich mag sie ganz gern und da stehen ein paar nützliche Sachen drin, die ich mir noch aneignen könnte. Und ich finde allgemein dieses Buch voll süß irgendwie. Und deswegen, ja. Dann hat mir meine Mom noch einen H&M-Gutschein geschenkt von 15 Euro. Und mein Freund hat mir einen H&M-Gutschein von 25 Euro geschenkt. Kurze Storytime dazu. Das war total dämlich, weil mein Freund hatte mir diesen Gutschein erst gekauft, einen Tag bevor ich shoppen gehen wollte. Ja. Ich habe mir dann extra alles hinten drauf durchgelesen, dass ich auch sicher gehen kann, dass ich diese Gutscheine kombinieren kann. Ja, aber habe irgendwie überlesen, dass die erst 24 Stunden nach dem Kauf einsetzbar sind. Und ich dachte eigentlich, der wird an der Kasse einfach nur aktiviert und dann kann man den benutzen. 18.53 Uhr hat mein Freund den gekauft und am Tag später war ich dann shoppen bei H&M und habe 18.34 Uhr bezahlt, heißt wegen 20 Minuten konnte ich diesen Gutschein nicht einlösen. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich da gekauft habe. Zwei Sachen von denen, die ich mir gekauft habe, die habe ich schon so lange gesucht. Und zwar einen schönen Morgenmantel, habe aber nie wirklich einen gefunden und dann hing der da einfach rum für so 10 oder 11 Euro, glaube ich, runtergesenkt. Und das ist einfach so praktisch, weil ich habe nur so einen flauschigen Playboy-Bademantel und der ist echt sehr warm und wenn ich im Sommer früh aufstehe, will ich mich nicht sofort anziehen, sondern will erstmal ein bisschen so frühstücken und chillen und da habe ich so einen Morgenmantel gebraucht, der nicht so ganz so warm ist. Und dann habe ich mir noch eine Hose gekauft und das habe ich auch schon so lange gesucht. High Waist, schwarz und dann an den Seiten drei goldene Knöpfe. Genau diese Vorstellung hatte ich, habe aber nie wirklich eine gefunden und dann hingen die da halt auch rum. Diese hier und die fand ich total schön, deswegen habe ich die direkt auch mal mitgenommen, war allerdings nicht runtergesetzt, sondern habe noch 25 Euro für bezahlt. Dann habe ich noch ein Oberteil gefunden, das so geil zu dieser Hose aussieht, wirklich. Ich glaube, das wird jetzt erstmal mein Lieblingsoutfit 2018. Ich habe erst gedacht, das sieht komisch aus mit meiner Haarfarbe, weil die Farbe ist nicht so weiß, aber es passt irgendwie richtig geil, finde ich. Diese Bluse war, glaube ich, auch auf ca. 11 Euro runtergesetzt. Dann habe ich mir noch Ohrringe gekauft, auch zu diesem Outfit. Und oh mein Gott, das sind so geile Ohrringe. Ich glaube, das sind meine Lieblingsohrringe, deswegen muss ich besonders auf sie aufpassen, weil ich habe irgendwie das Pech, dass ich meine Lieblingsohrringe so ein paar Mal tragen kann und dann verliere ich einen davon. Und zwar sind das diese Schmuckstücke hier. Ich fand die so geil. Die sind mir sofort ins Auge gesprungen und Auge gesprungen. Und die waren auch von 15 Euro auf 6 Euro runtergesenkt. Und da dachte ich mir, die muss ich unbedingt mitnehmen, weil die machen dieses Outfit irgendwie nochmal komplett. Ja, und dann habe ich mir, weil ich eigentlich auf der Suche nach Tops war, aber irgendwie kein einziges Top im Gepäck hatte, habe ich mir dieses Wickeltop hier gekauft. Das war auch aus einer Kollektion, wo viele Oberteile aus diesem Stoff bestanden, was ich voll schön finde mit diesem Senfgelb und Muster. Ich liebe ja Senfgelb. Dann habe ich mir noch einen BH gekauft, beziehungsweise ein Bustier. Ich würde ihn gerne zeigen, weil er fabelhaft an mir aussieht, aber ich weiß nicht, ob das dann noch so jugendfrei ist für YouTube oder ob das Video dann nicht doch gesperrt wird. Außerdem würde mich mein Freund killen, wenn ich den an mir dran zeige, also no. Und ich weiß nicht, wie viel er vorher gekostet hat, aber er war auf 4 Euro runtergesenkt. Dann kommt jetzt eigentlich nur noch das Geschenk von meinem Papa. Ich war der ganze Zeit in der Vermutung, dass er mir ein Auto schenkt, weil auch irgendwie immer Anspielungen kamen. Und das das Einzige war, worüber wir irgendwie gesprochen haben. Und ich dachte mir so, er weiß doch gar nicht, was mir sonst so gefallen könnte. Aber allerdings dachte ich mir schon so, das kann gar nicht sein, weil wir dieses Jahr auch so viele Ausgaben haben. Ja, aber letztendlich ist es die Karte fürs Festival dieses Jahr geworden. Dieses Jahr geht es für mich zum Partisan, für uns. Und ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr auch vorhabt, zum Partisan zu gehen. Vielleicht sehen wir uns ja da, das wäre ja schön. Nein, nein, ich habe noch ein Geburtstagsgeschenk von meinen Kollegen bekommen. Das habe ich ja ganz vergessen.
bei meinen Kollegen habe ich gesagt, Leute, ich habe keine Ahnung, was ich für Wünsche. Deswegen haben die mich auch und es ist viel zu spät. Haben die mich auch überrascht und zwar mit einem Geschenk. Und zwar war dieses Geschenk von Lush und da waren ein paar Produkte drin, die ich echt lieben gelernt habe. Einmal diese Body- und Handlotion, die macht die Haut so butterweich. Es ist der Wahnsinn. Sie riecht jetzt nicht wahnsinnig gut, aber sie pflegt halt mega gut. Dann war da ein Produkt drin und zwar ein Duschgel mit Lavendel und das riecht so gut. Das beruhigt einfach so. Ich liebe diesen Duft. Mein Freund hat so ein kleines durchsichtiges Säckchen mit Lavendelblüten drin und es riecht einfach so gut und ich inhaliere das immer schon förmlich, wenn ich bei ihm schlafe. Und wofür ist Lush bekannt? Für seine Badebomben. Und da ist einmal diese Badebombe dabei. Das riecht nach, glaube ich, Rosmarin und auch ein bisschen Lavendel und Vanille. Und dann noch diese Badebombe. Und die riecht auch nach Lavendel. Das ist so ein richtiges Chillax-Paket. Ich freue mich total. Dankeschön, Dankeschön. Und danke auch an alle, die mir zum Geburtstag gratuliert haben. Ja, das war's jetzt wirklich alles. Dann hoffe ich, ihr habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, was auch immer. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass ihr nächste Woche Montag wieder einschaltet. Denn es gibt einen Vlog. Ich werde ein bisschen verreisen zu einer Art Casting. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte Daumen nach oben geben. Was habt ihr zu eurem letzten Geburtstag bekommen? Schreibt es in die Kommentare. Und natürlich, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, abonnieren und Glocke aktivieren. Ja, weil ich würde mich sehr darüber freuen. Genau, und bis dahin. Ciao.